Hurra, nimm das, du Hund! Also du bist wortwörtlich ein Hund. Aber wieso ein Hund? Hunde sind doch gar nicht böse. Wie können die sowas tun? Todd, kann ich dich was fragen? Ja. Was machst du jetzt? Ach, du willst noch mehr fragen? Was? Du hast doch schon was gefragt und jetzt fragst du noch was? Also musst schon ein bisschen warten, wenn du mich zu viel Sachen fragst. Wir haben uns dazu entschieden, dass du ausziehen musst. Wozu? Also das würde ich lieber sein lassen. Nein, aus dem Haus ausziehen. Mom, ich bin gerade beschäftigt. Du spielst den ganzen Tag nur Videospiele und bist heim. Es wird Zeit, dass du dein Leben selber in die Hand nimmst. Genau, Todd. Es wird Zeit, erwachsen zu werden. War ja klar, dass du dahinter steckst. Wir stecken beide dahinter. Das kann nicht so weitergehen. Warum tust du mir das an, George? Ich tue dir nichts an. Ich rette dich. Wir retten dich. Du bist noch nicht mal mein richtiger Vater. Du hast nicht das Recht, über mein Leben zu entscheiden. Du lebst unter meinem Dach. Und das wird aufhören. Jetzt hör auf, dieses Spiel zu spielen und such dir einen Ort zu übernachten. Es ist das Beste für dich, Todd. Nein, Mom, was soll ich denn machen? Oh, ich bin tot. Hast du was gefunden, Todd? Du spielst sie immer noch. Du lässt mir keine andere Wahl. Raus aus dem Haus. Lay it down. Let me see your hand. Show me what you got. You're always talking, but you're not playing. Kai, kann ich bei dir schlafen? Wir sind in der Oberstufe. Also ich. Du wärst es aber auch. Ich glaube, wir sind zu alt für sowas. Nein, ich möchte bei dir wohnen. Ich bin nicht schwul. Ich auch nicht. Warum willst du dann bei mir und meinen Eltern wohnen? Ist doch egal. Ich brauche einen Ort zum Unterkommen. Wieso? Was bei dir zu Hause passiert? Wo haben wir mal geredet? Na gut, ich guck mal. Aber nur für eine Nacht. Hurra, danke. Wenn meine Eltern das erlauben. Dann lass uns los. Ich muss zur Schule. Oh, ja, dann bis heute Abend. Ich komm zu dir. Okay, aber ich kann dir nichts versprechen. Wir schaffen das uns auch, ohne dass deine Eltern das bemerken. Wie willst du das machen? Wie wär's, wenn wir eine riesige Steinschleuder bauen? Aber anstatt Steine kann sie Menschen schleudern. Eine Menschenschleuder. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Aber es ist bestimmt lustig. Na gut. Nehmen wir es heute Abend, mein Freund. Oder heute Nachmittag. Von mir aus auch heute Nachmittag. Moment, hast du einen Fernseher bei dir? Ja. Wieso fragst du? Nur so. Willst du nur zu mir kommen, um zu zocken? Ich habe die Konsole und der Capitan dabei. Ist das nicht der Grund, warum du nicht mehr zur Schule kommst? Nein. Nein, 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 nein. Gib mir das Spiel. Das nutzt du dann am besten. Was? Nein. Wie lange sind wir denn jetzt schon Freunde? Und du willst mir nicht mal deine Decapitan-CD geben? Ich weiß, was du vorhast. Was sollte ich vorhaben? Das ist meins. Dann leg es wenigstens mal kurz auf den Boden. Okay, warum? Was tust du? Es ist nur zu deinem Besten. Kauf dir kein neues. Du wirst mir dankbar sein. Hurra! Die CD ist noch ganz. Aber unsere Freundschaft nicht mehr. Was? Tschüss. Wolltest du nicht bei mir schlafen? Ich finde was Besseres. Fuck. Kann ich nicht einfach zurückgehen? Nein, Digga. Die wollen mich nicht. Ich denke nicht, dass es gestattet ist, in der Bibliothek Videospiele zu spielen. Doch, doch. Ich dachte das. Was ist das denn für ein Spiel? Welch eine Sünde! Beruhig dich mal, es ist nur ein Spiel. Des Teufels! Mit dem Teufel. Und? Ich werde diese unchristliche Tat nun melden müssen. Nein, bitte nicht. Ich kann irgendwo anders hin. Was willst du? Ich will dir helfen. Dann geh einfach weg. Du hast mich nie gesehen. So hilfst du mir am besten. Wieso kannst du denn irgendwo anders hin? Bist du vom Teufel befallen? Nein, aber... Nein! Was aber? Ich kann nicht mehr. Dein Wille ist frei. Aber deine Handlungen verschließen deine Zukunft. Wow, das klang schlau. Vielen Dank. Was machst du hier in der Bibliothek mit diesem Spiel? Ich kann nicht nach Hause. Warum? Lange Geschichte. Und wie meinst du das? Ich meine das so, dass ich nicht nach Hause kann und nicht weiß, was ich machen soll. Aber es wird schon alles gut. Das ist eine gute Einstellung. Vertraue dem Herrn. Vielleicht kannst du eine Nacht bei uns schlafen. Mein Vater hilft dir bestimmt gerne. Das ist eine wunderbare Idee. Lass uns gehen. Hi, Diddly Ho Rod. Er ist ein Anhänger Satans. Wir müssen ihm helfen. Hi. Warum bringst du ihn in unser Haus? Ich habe ihn in der Bibliothek gefunden und hatte ein Videospiel mit Satan gespielt. Ist Satan auch hier? Nein, er war nur in dem Spiel. Bring ihn wieder dahin, wo du ihn gefunden hast. Wir wollen nichts mit Satan zu tun haben. Was ist denn mit Nächstenliebe? Er ist freiwillig mitgekommen, im Gesuch nach Hilfe. Wenn du ihm nicht helfen kannst, kann es keiner. Vermutlich hast du recht. Ich glaube nicht, dass er einen von uns bekehren könnte. Also, wir helfen ihm. Okay, dokey. Wo ist er hin? Ich habe meine Konsole angeschlossen. Ah. Ah, ja, gute Idee. Wir fangen da an, wo du gerade bist. Nein, nicht okay. Satan hat in diesem Haus nichts verloren. Ich hätte eigentlich an The Capitan gedacht. Was ist das? Ein Spiel. Das beste Spiel. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir helfen. Geh mal bitte draußen den Rasen mähen. Nee, später. Okay. Nein, das war nur ein Spaß. Dafür, dass ich hier wohnen darf, ist das fair. Hey, dämlicher Flanders.
Hallo. Du bist nicht Flanders. Wer bist du? Ich bin Todd. Hoffe ich, Sie kennst du, deinen Nachbar. Aha. Was tust du da? Den Rasen mähen. Da ist aber kein Rasen und auch kein Mäher. Ja, aber ich muss das machen, wenn ich hier bleiben möchte. Also wenn du schon dabei bist, kannst du meinen Rasen auch mähen. Ich wohne aber nicht bei dir. Aber wenn Flanders mich rausschmeißt, wäre ich dabei. So, ich habe den Rasen gemäht. Jetzt ist es Zeit für das beste Spiel. Du meinst dieses Dekapatan? Ja, so ähnlich. Nein, die Linné. Ro hat mir erzählt, dass es ein Spiel des Teufels ist. Das Spiel ist zwar ab 18, aber es sollte verboten werden. Und außerdem sehe ich keinen gemähten Rasen. Du hast aber keinen Rasen. Ja, das stimmt. Aber das Spiel ist trotzdem tabu. Du hast es aber versprochen. Es ist nur zu deinem Besten. Nun lass mich dir helfen. Welcher Religion gehörst du eigentlich ursprünglich an? Ich bin nicht religiös. Ich dachte, du bist Anhänger des Teufels. Nein. Du kannst ruhig ehrlich sein. Mir ist es egal, welche Religion du angehörst. Ehrlich? Ich bin nicht verheiratet. Was? Nein, ehrlich. Die Wahrheit sagend. Ich war ehrlich. Na gut. Wenn du bereit bist, darüber zu reden, stehe ich bereit. Aber dieses Spiel verbiete ich dir. Du bist aber nicht mein Vater. Aber ich möchte dir helfen. Wir sehen uns beim Abendessen. Und so lange kann ich das Spiel nicht spielen? So lange musst du ohne auskommen. Das kann ja nicht so schwer sein. Na gut, ich werde ein Nickerchen machen. Mach doch mal was anderes. Du kannst mit Rod spielen. Rod, komm her und spiel mit deinem neuen Freund Todd. Wie wäre es mit einem Stillsitzen-Wettbewerb? Okay, das reicht. Es ist ein Unentschieden. Wenn du das sagst, hast du noch eine andere Idee? Nein. Sei froh, dass du noch Eltern hast. Sind deine Eltern auch tot? Bist du adoptiert? Nein, aber meine Mutter ist gestorben. Oh, das tut mir leid. Ned, ich bin nicht dein Sohn. Gib mir bitte das Spiel zurück. Das ist aber nicht gut für dich. Das stimmt nicht. Und es ist nicht deine Entscheidung. Das Spiel ist ab 18 und ich bin 18. Und wenn du mir das Spiel nicht sofort zurückgibst, sehe ich mich gezwungen. Vertraue mir. Du kriegst es ja später wieder. Aber dann wirst du es gar nicht mehr haben wollen. Gib mir das Spiel. Nein. Du gibst mir jetzt das Spiel. Sonst was. Fahrt, das ist echt super, dass du jetzt eine Capwissen hast. Nicht so laut, Mietshaus. Es soll nicht jeder wissen, dass wir dieses Spiel spielen. Tut mir leid, Ned. Ich geh dir mal lieber. Ich habe mich umentschieden. Du kannst nicht hier wohnen. Wenn du keine Hilfe haben möchtest... Hört mich nicht mehr. Doch, doch, ich höre dich noch. Ich sag nur nichts. Hallo, Nachbar von Ned, der hier in seiner Haustür steht. Ich weiß, dass ich meine Haustür stehe. Warum sagst du mir das? Damit das alle Zuschauer verstehen. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Meta-Witze hasse? Nein, wir haben uns nur einmal beim Rasenmähen getroffen. Ach ja, du bist Flanders Assistent. Oder was bist du? Nee, ich habe... Ja doch, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Was gibt es denn? Da du eben auch meine Dienste erwerben wolltest, bin ich hier. Wow, wow, wow. Von welchen Diensten sprechen wir hier? Keine Ahnung. Rasenmähen? Aha. Was kostet mich das? Ich weiß nicht. Du kommst mit einem Angebot zu mir ohne einen Preis? Ja. Nein, Junge, das glaube ich dir nicht. Keine Ahnung, 10 Euro? 5 Euro. Okay. 7,50 Euro. Auch okay. Hast du gerade bei 5 okay gesagt? Nein. Okay, dann treffen wir uns in der Mitte. 5,50 Euro. Das ist aber nicht die Mitte. Nein. Verarschen kann ich mich alleine. Ah ja, verarschen. Also 5,75. 5 Euro und 75 Cent, ja. Ja, habe ich gerade gesagt. Ich auch. Ja. Das kriegst du, nachdem du den Rasen gemäht hast. Ich habe aber heute schon den halben Rasen gemäht, also kriegst du eine Hälfte. Okay, machen wir so. Ich könnte auch noch mehr Arbeiten für sie machen. Zum Beispiel Babysitten oder so. Babysitten? Ja. Woher weißt du, dass wir Kinder haben? Wir haben keine Kinder. Nein, ich und meine Frau. Ach so, und die habe ich eben gesehen. Spionierst du uns nach? Nein, ich habe ihre beiden Jungs eben ins Haus gehen sehen. Ich habe aber nur einen Jungen. Fahrt? Ich habe aber nur einen Jungen. Fahrt? Hast du einen Freund mitgebracht oder sind Einbrecher im Haus? Mietshaus ist hier. Ach so. Dann können Sie und Ihre Frau heute was unternehmen. Und ich brauche die Kinder auf. Wieso sollte ich dir vertrauen? Du bist ein Fremder in unserem Haus. Das weiß ich auch nicht. Ich war mir an die Arbeit. Wo ist denn der Rasenmäher? Flatsch, ich als dein Ehemann finde, wir sollten mal was machen. Heute Abend. Wir zwei. Heute Nacht? Nein, ja, Abend bis in die Nacht hinein. Du glaubst, du hältst das durch? Ja, ich habe mir gedacht, wir gehen in Vitos Laden. Vitos? Ja, genau dieser Laden. Vitos Laden halt. Welcher Vitos? Nein, das ist der Genitiv. Ich meine den Laden von Vito. Vito? Nein, Vitos. Du kennst ihn doch. Durch? Hörst du überhaupt zu? Vitos Laden. Vitos. Vitos Laden? Ja, na endlich. Vitos Laden. Vitos. Du meinst das Restaurant? Ja, das Restaurant Vitos. Oh, stabile Nutzung des Genitivs. Danke, gleichfalls. Danke. Ich habe sogar schon einen Babysitter gefunden. Wie das? Der Junge, der heute Mittag bei Flanders gearbeitet hat, kam eben an die Tür. Und der will Babysitter sein? Ja. Hast du ihn schon mal gesehen? Ja, gerade eben und heute Mittag. Ich meine vorher? Nein. Hm. Aber guck du ihn dir mal an. Vielleicht hast du ihn schon gesehen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, einen Fremden mit unseren Kindern alleine zu lassen.
Ich habe ihn noch nie gesehen. Vielleicht ist er neu in der Stadt. Das habe ich mir auch schon gedacht. Er scheint ja gleich verlegt zu sein, dann können wir ihn fragen. Wir können ihn auch einfach bezahlen und rausschmeißen. Mit ihm kann man aber gut verhandeln. Ich krieg den bestimmt noch runtergehandelt. Wer hat wen runterbehandelt? Ach Todd, du bist schon fertig? Ja, hast du doch gesehen. Ja. Ich habe dich noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin Todd. Todd? Todd. Todd? Todd? Todd, hast du ihn nicht gehört? Todd wer? Chavez. Chavez? Ist das mexikanisch? Ja. Du siehst aber nicht mexikanisch aus. Ja. Okay. Also, wie teuer wäre dein Dienst? Mein Dienst? Ja, das Babysitten. Ach so, das. Welcher Dienst sonst? Nee, alles gut. Also, ich mach's gratis, wenn ich hier übernachten darf. Warum willst du bei uns übernachten? Schlaf doch zu Hause. Ich kann nicht nach Hause. Ich kann dich nach Hause fahren. Nein, ich kann nicht nach Hause. Hä, warum? Nicht wichtig. Du sparst hier Geld. Wir kommen auch ohne dich gut zurecht. Wir sparen kein Geld. Wir verlieren nur Wohnraum und Schlaf. Guck doch, wie dünn ich bin. Und wieso Schlaf? Wenn ein fremder Junge bei dir zu Hause übernachten möchte, kann ich nicht mehr schlafen. Aber ich, was soll ich denn tun? Ich weiß es nicht, aber wir kennen dich nicht. Ich möchte nicht, dass du bei uns wohnst. Schönen Tag noch. Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht nach Hause. Und wieso kommst du zu uns? Euer Nachbar Rod hat mich hier hingebracht. Rod hat hier vorgeschlagen, bei uns zu fragen. Also, um ehrlich zu sein, nicht ganz. Ich war bei Flanders und dann... Du kannst ihn auch nicht aushalten. Ja, genau das ist es. Naja, also wir hätten eigentlich was vor, aber unser Babysitter hat abgesagt. Ach, dann ist das ja ein praktischer Zufall. Ja, etwas zu praktisch für meinen Geschmack. Soll ich ein bisschen mehr Theorie machen? Wir können auch die ganze Zeit FaceTime. Dann ist das Handy wie eine Überwachungskamera. Können wir mal deine Mutter anrufen? Natürlich. Also, er hat eine Mutter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber was sie nicht gesagt hat, ist, wieso er nicht nach Hause kann. Ich denke, das könnte ich beantworten. Ja, das denke ich auch. Ich denke das auch. Dann ist ja gut, dass ihr es denkt. Finde ich auch. Es ist wegen meinem Stiefvater. Er hat sie dazu überzeugt, dass ich wertlos bin. Und dann haben sie mich rausgeworfen. So war das? So war das. Na gut. Na gut. Aber nur heute mit Übernachtung. Mit Übernachtung? Wir müssen ihm doch helfen, Domi. Wenn du das sagst. Aber lass die Finger von dem Spiel. Ich lass die Finger von dem Spiel, solange die Kinder wach sind. Abgemacht. Nicht so schnell. Warum nicht? Du lässt die Finger von dem Spiel, solange wir nicht hier sind und die Kinder nicht schlafen. Ich würde doch nie die Kinder schlagen. Wieso solltest du unsere Kinder schlagen? Wenn du unsere Kinder schlägst, schlag ich dich auch. Aber nicht in Schach oder Sport, das kann ich nicht. Schach ist ein Sport. Nein. Ich sag doch, das würde ich nie tun. Wieso sollte ich? Ich weiß nicht, du hast damit angefangen. Hab ich das? Hast du. Glaube ich eher weniger, aber okay. Okay, egal. Deal? Deal. Das tut mir schon ein bisschen leid. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht nach Hause. Und hier kann ich auch nicht bleiben. Das ist alles wegen George. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich weiß, was ich jetzt machen werde. Können wir ihn behalten? Bitte. Wen? Todd? Ja, guck doch, wie süß sein Gesicht ist. Ich habe ihm schon einen Cookie gegeben. Er hat ein sehr beruhigendes Gesicht. Ich find's gut. Wir können ihn ja mal wieder engagieren. Wen wollt ihr delegieren? Engagieren. Dich. Ach so, ich kann einfach direkt hierbleiben. Du musst nichts sagen, ich weiß, was du denkst. Tust du? Ja. Natürlich bleibt mein Service kostenlos. Huhuhu. Ha ha ha.